Oh, hab ich mich erschrocken. Machst du das Intro bitte? Ja, warte. Ich muss. Warum? Hallo. Oh, Alex! Ah! Mach das Intro jetzt, Mann! Ja, Oben kommen drei Zombies, pass auf! Digga! Oh mein Gott, herzlich willkommen zu Let's Battle! Ah! Renn von den scheiß Skeletten weg! Ja, ich renn. Ja, hi, ich bin hier hinterm Baum, rechts hinterm Baum. Herzlich willkommen zurück zu Let's Battle. Lauf, komm her! Bist du hinter mir? Links von dir! Nein, er ist runtergefallen! Warte. Da kommt ein Creeper, oh mein Gott! Ah! Oh! Alter, Lecco mio am Arsch, Alter, ihr Fotzen, ey, so. Oh! Alter! So, und jetzt Intro. Intro. Ja, wollte ich auch gerade sagen, hab ich auch gerade gedacht, so, und jetzt das Intro, das wäre so perfekt. Oh, Alter. Digga! Vor allem, es hat auch übel geleckt gerade. Ja, bei dir, bei mir gar nicht. Bei mir übel, Alter. Aber ey, komm, jetzt haben wir wenigstens die Nacht noch ein bisschen Zeit, hier den Ofen mal zu basteln. Also, ich gehe nie wieder in den Wald bei Nacht. Blöde Idee, ohne Witz. Ich brauche unbedingt ein neues Schwert, Mann. Ja, hol dir. Ich höre die Zombies. So. Hm. Nee, mein Schwert, das geht noch. Das hebt noch eine Weile. Alter. Oh, ey. War doch nice, Digga, war nice. So. Oh, ich bin gerade so gestorben, Mann. Ich dachte so, scheiße, als der Creeper im Wasser war, ich dachte so, nein, der geht jetzt neben mir hoch. Man überlebt es schon, aber... Ja. Alter, er hat mir voll wenig abgezogen, aber meine Rüstung hat halt voll drunter Nee, okay, alles gut. Ja, bei mir geht auch noch. Da läuft noch. Das Schlimmste sind halt Skelette, wenn du im Wasser bist. Hast du jetzt Fleisch da drin, oder? Ja. Ich hab noch zwei MG42 und ein M1 Carabin. Was? Magazin oder was? Waffen. Achso, ja, hab ich auch. An Waffen hab ich ne Colt, eine Panzerfaust, ein K98 und eine MP44. Drecksding, Alter. Jetzt hat er gerade rausgetappt. Ich würd's nicht in die Hand nehmen. Ich nehme immer mein Schwert in die Hand. Jo. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt heute mal vielleicht Gegner finden. Wenn man mal überlegt, wir sind jetzt schon wieder drüber. Also in der letzten Staffel haben Sparrick und Dölin uns damals schon gefunden gehabt. Aber sind dann einem Kampf entgangen. Ach so, als wir unser Strandhaus da hatten. Mhm. Das war auch die blödeste Position, ja, die wir hätten nehmen können. Wenn ich mal so drüber nachdenke, das war so auffällig. Ich meine, wir haben keine Sekunde drüber nachgedacht, dass man die eigentlich nicht sehen sollte. Ja, scheiß drauf, komm. Oh, hoppla. Bauen wir hier mal ein bisschen auf Sand, YOLO. Das war eigentlich richtig dumm. Aber ich muss sagen, also, dafür, wir wollten ja die Map nur so ein bisschen größer machen, ne? Aber die ist ja schon wieder richtig gigantisch geworden, ey. Aber ich sehe halt auch wirklich auf der Minimap nicht eine Basis. Alter, wenn haben wir... Haben sie keine, wer weiß. Doch, die haben definitiv eine. Also ich würde definitiv jetzt einmal hier runtergehen und gucken, ob was da unten bei der Lava ist oder bei der Fackel. Und dann... Ich hätte mal gern, dass wieder Tag ist, Alter. Und dann habe ich echt keine Ahnung, weil auf der Minimap sieht nichts, rein gar nichts nach einer Basis aus. Also wie gesagt, nur dieser Pilzwald, ne? Aber... Ja. Ich weiß nicht, ich würde Domse zutrauen, dass der sich vielleicht so eine Basis da baut, weil es halt nicht auffällt auf der Minimap. Wir tappen das halt die ganze Zeit aus dem Spiel raus. Achso, das ist das Dorf. Da. Alex? Ja? Drück mal Minimap bitte. Drück mal M. Ja? So, wenn du jetzt M gedrückt hast, scroll mal bitte raus. Ja? Geh mal zu unserem Home Waypoint. Den hab ich nicht. Achso. Ja, zieh mal einfach die Map von rechts nach links. Und dann nach unten. Dann siehst du ja da unten das Dorf einmal, ne? Diesen leuchtenden Punkt oder was? Nee. Dieses Dorf. Da ist einmal so ein Lavasee, dann ist rechts noch ein Lavasee und so links von den. Ich glaube, bei mir baut er das gerade nicht richtig auf.
Ich habe hier auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Da ist irgendwie so ein Haus, was leuchtet. Das könnte eine Basis sein, aber da müssen wir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Aber das sieht derbe nach einer Basis aus. Aber es sieht halt auch irgendwie aus... Naja, lass doch mal hier ein bisschen weiter suchen. Ich kann das nicht zuordnen, ohne Witz. Es sieht aus wie ein kleiner Tempel. Aber es ist kein... Es ist nicht in der Wüste. Es ist halt nicht dieser Wüstentempel. Und da sind halt Fackeln. Ja. Is this multiworld? Is it... No. Ups. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht zuordnen, was da ist. Okay, es wird langsam Tag. So. Lass mal hier raus buddeln, oder? Ja, schaufel mal nach oben. Ich bin nee, direkt hinter dir. Nichts. Ich sehe gar nichts gerade. Wenn ich schaufel, da weiter ausgucke. Schaufel da nach oben. Nach oben, er schaufelt geradeaus. Ich will ein bisschen weg, weil ich die Zombies halt höre. Ja, toll. Jetzt sehe ich wieder nichts. Du bist so eine Muschi, ey. Was soll ich denn machen? Ah, Schatz. Jetzt mal bitte hier. Ah, danke. Alter, wie tief sind wir denn? Relativ tief. Ja, komm, weiter in die Richtung. Das ist ein Skelett, lass mal außen rum gehen. Leckt's gerade schon wie. Alter, das ist schon nicht normal, wenn's so leckt. Du, nee, Tom ist der Einzige, der einen schlechten Ping hat. Ich leck gar nicht zum Beispiel. Ja, bei mir leckt's übel, Alter. Mhm. Okay. Mhm. Das hat immer so Nachladeruckler. Ja, okay, du hast also keine. Du hast FPS-Lags, kein Ping-Lag. Nee, wahrscheinlich FPS, ja. Ah, gut, kommst du mal bitte auf den Berg hier mit mir? Digga, das ist doch scheiße. Ja, guck dir das mal. Das ist doch hässlich. Dann kauf dir fucking mehr RAM oder so. Ich hab 16 GB. Okay, woran liegt das? Ja gut, die 16 sind die 81 aus meinem alten PC. Ja, keine Ahnung, der ist eh voll am Arsch, der Rechner. Wenn der eine Weile an ist, Alter, das... Ich dachte, den hast du doch komplett neu gekauft gehabt. Ja, das war ein Scheißkauf. Nie wieder. Agando, ihr stinkt, so, da habt das. Alter, da schickst du ihn ein und dann kriegst du nach 2 Wochen, nachdem du mal anfragst, wie es aussieht, die Meldung, der PC befindet sich gerade im Spieltest. Und ich denke mir so, was? Was soll denn das heißen? Lass mal hier runter. Oh, lass nicht hier runter. Ja, die versuchen gerade hier die Fehler auszufinden, ne? Nein, ja, das klang jetzt ein bisschen blöder, als ich es gesagt habe. Da hast du echt gedacht so, what the fuck, Alter? Ich hab den halt geschrieben, dass ich öfters mal FPS-Lags hab und sowas. Mhm. Ja. Da haben sie ja festgestellt, die Festplatte hatte einen Fehler. Ja, dafür haben sie 2 Wochen gebraucht. Ich denke mir so, alles klar, Leute, komm, fickt euch doch in den Arsch, ey. Ehrlich. Und dann lief er ja ein bisschen. Aber jetzt ist halt, wie gesagt, sowas jetzt, ne? Hast du mal geguckt, ob was zu heiß wird oder so? Eigentlich nicht. Also. Also es wird nicht zu heiß oder du hast nicht geguckt? Wird nicht so heiß, habe ich geguckt. Ja, ich bin in die andere Richtung gelaufen, ne? Ja, die Auslastung ist auch relativ normal. Von daher, das müsste eigentlich alles passen. Ja, du hast halt echt... Also, was ich ein bisschen doof finde, ist halt Grafikkarte plus Mainboard, ne? Wieso? Grafikkarte geht doch. Ja, bei irgendwas hattest du, was sich widersprochen hat. Achso, ja, ich habe einen AMD-Prozessor. Von der Nvidia-Grafikkarte, die vertragen sich ja nicht so gut. Nee, nicht unbedingt. Ja, ich starte nachher einfach mal in der nächsten Aufnahme. Nein, ja. Kraft, nein. Kauf dir eine SSHD, Bruder. Geld dazu hab gern. Ja, die kostet nicht viel. Kostet 70 Euro für einen Terabyte. Was denn? Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als eine normale Festplatte. Jetzt mal ernsthaft, Alter. Ja? Bruder, wo sind die? Keine Ahnung, ich komme hier gerade nicht mal hoch, weil das ist übel behindert, wenn es so immer nachlädt, ruckelt, Hurensohn. Missgeburt. Ich sehe halt hier rein gar nichts. Niemanden. Nicht eine Basis, nicht ein Block, der umgebaut wurde. Ey, ohne Witz, Alter, ich starte gleich Minecraft neu. Das geht doch nicht so, Alter. Wo bist denn du? Ich bin hier rechts von dir. Links von dir jetzt. Alter. Digga. Nein. Hier. Ja, ich sehe dich. Ich starte kurz Minecraft neu. Das ist schon hässlich so. Das ist ganz schön. Ja, okay, ich warte hier. Ich versuche mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Aber ich glaub's einfach nicht. Diese Schafe machen mich kirre, ey. Aber es kann doch nicht sein, dass wir niemanden finden, Mann. Ja, die Map ist groß, Digga. Die ist groß. Alter, die Schafe fressen Gras, ne? Ich hab mich richtig erschrocken gerade. Und, sind Seeds gekommen?
Von den Schafen? Ja, da liegt Dingens drauf hier. Schnee. Oh! Frag dich. Alex ist tot! Dominik ist tot! Nein! Doch, Alex, Dominik ist verbrannt! Laber nicht! Exorcist burned into death! Ja, Mann! Er schreibt OMG! Ich will nicht wissen, wie viel er hatte! Ich will nicht wissen, wie viel er an Equipment hatte! Oh mein Gott! So, ich bin übrigens wieder da. Ja, hier oben bin ich. Jetzt schneit's. Wir müssen relativ weit. Wir müssen runter hier. So. Oh, pass auf. Langsam. Oh, jetzt regnet's wieder. Oh nein! Ich will gar nicht wissen, wie sehr sich Domse gerade aufregt. Ey, ich wette mit dir, die Aufnahmesession heute ist beendet. Ja, das war letztes Mal, als er gestorben ist, ja auch so. Da war er. Nee, da ist Yannick gestorben. Ach so, aber. Nee, ich meine jetzt. Da ist er ja auch. Yannick ist ja durch einen Enderman oder so gestorben, ne? Ja, ich glaube, er wurde vergiftet und dann. Ja, genau. Hat ihn Enderman getötet. Nee, bei Dominik ist ja. Dominik ist ja wirklich, wenn. Der regt sich ja wirklich immer richtig drauf auf. Hier, richtig drüber auf, Mann. Gut, aber kann ich auch nachvollziehen, ganz ehrlich. Ja, klar. Nur. Das regt er noch. Mich würde es auch aufregen, aber Hölle ist halt gefährlich, ne? Da kannst du halt nichts machen. Ja. Hölle ist halt immer ein Risiko. Muss ich gerade sagen. Ja, das Witzige bei der letzten Staffel war halt, dass die ersten zwei Folgen waren ja, glaube ich, Friedensfolgen. Da hat gar nichts gezählt, wenn du gestorben bist. Ja. Oh, wir sind am Border. Und dann direkt in der ersten Folge, wo alles zählt. Zack. Können wir das so machen? Warte mal. Geradeaus durch scheint was zu sein. Also Folgenende. Ja, na, er hat noch ein bisschen Zeit. Aber geradeaus scheint was zu sein. Komm mal mit. Was denn? Also hier am Border scheint irgendwas zu sein. Ich kann mir das auch einbilden, aber hinter dem Berg schien... wenn das nicht wieder ein Pilz ist oder so. Ich renn mal vor, okay? Ich guck mal, ob ich da was finde. Der spawnt ja... Der müsste ja dann in der Hölle wieder spawnen, oder? Nee, er spawnt bei seinem Bett. Also auch außerhalb der Hölle, oder? Ich hab eine! Was? Sneak! Eine was? Komm her! Was denn? Wo? Ich weiß nicht, oder was soll das sein? Ist das eine Base? Unten? Wo? Da unten, geradeaus durch. Warte. Das wäre ein Haus. Das ist ein normales Haus von einer Hexe, glaube ich. Ja, passt doch auch. Sumpfgegend und so. Da kommen die doch vor. Ich wusste nicht, dass die was haben. Doch, die haben ein Haus. Ach so, ja gut. Gut, ich dachte. Mann, ich habe mich schon gefreut, Junge! Wie der mich gerade erschreckt hat, der Hase, Alter. Kommt ihr da auf einmal neben mich? Hey. Oh, ich sollte ein bisschen aufpassen. Ja, du bist nicht so Agility-mäßig wie ich drauf, ne? Kann auch normal runterlaufen. Dann geht es schneller, guck. So. So, zack, 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 oh. Zack. Hä? Mhm. Digga, kein Mensch gibt sich die Mühe und baut sich so eine Base, Alter. Das ist ja schon fast künstlerisch. Alter, sind hier viele Schweine. Hier ist gar nichts drin. Da ist nichts drin. Gut, aber ich habe schon mal ein Haus gesehen gehabt. Lass doch mal jetzt am Border wieder Richtung zu uns gehen. Da, wo ich dieses eine Haus gesehen habe auf der Minimap. Ist das ein Deal? Komm mal hier lang. Wir gehen jetzt hier rüber. Hier. Ja, bin da. Lass doch die Schweine töten. Ich freue mich schon darauf. Ich habe noch 26 Fleisch und ich habe 24 gebraten. Ja, Digga, nachher heulen wir wieder. Jedes Mal dasselbe mit dir. Ja, wir haben nicht unendlich Zeit, Alex, Mann. Weiß trotzdem. Ich muss töten! Man kann nie genug Fleisch haben, Bruder. Ich will Unreal Tournament spielen! Ja, das war mir schon klar, dass du das spielen willst. Wo ist die Escape-Taste? Die Kühe kannst du mitnehmen. Du, die Schweine rechts, ich die Kühe vor uns, okay? Okay, tschüss. Dafür kann ich auch noch töten, wenn du möchtest. Ich guck mir nachher nochmal unsere Aufnahmen an, ob ich die Seeds vielleicht gemacht habe, aber ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung, ich war es auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja in dem Moment, wo du es gesagt hast, auf der Minimap geguckt gehabt. Ja. Ich bin hier oben, ne? Wo? Ah, da. Oh! Was? Ich bin gerade nach rechts gelaufen, da kam auf einmal so ein kleines Höhlchen. Komm. Bei Fuß, komm. Ich streng gelaufen. Komm, Alex. Komm. Maul! Und komm in unsere Nerven. Oh, I will kill you. Weißt du, was ich immer nicht verstehe? Wenn wir Höhlen suchen, finden wir keine. Und jetzt haben wir eine Schlucht, etliche Höhlen und Löcher gefunden. Ach, das ist auch jedes Mal mit dem Essen so. Wenn wir keins brauchen, finden wir einen Haufen.
Ja, warte, ich muss wieder ein bisschen craplos werden. Ich habe jetzt 28, Mann, das reicht doch erstmal für die nächsten 100 Folgen. Nein, man kann nie genug haben, oder? Niemals. Niemals, nie und nimmer. Aber lass uns mal bitte auf Hähnchen, auf Fleisch und... Oh! Au. Was ist los? Wo bist du? Ich bin runtergefallen, hinter dir. Bruder. Hinter dir! Wo denn? Hier. Komm hier runter. Alter, wie schnell er vom Server ist. Komm hier runter, hier runter. Wo denn? Hier. Ja, so, Abmod. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Vergesst die Bewertung nicht, schau bei deinen anderen Teams dabei, bis dahin. Fuhu!